Herr Ludescher, hier in Koblach gibt es ein neues, altes Einsatztrainingszentrum der Polizei. Wie kam denn das? Der Standort an sich ist ja schon 40 Jahre im Einsatz. Es ist insofern neu, als vorher der Schießstand hier gestanden hat. Das heißt, die Anlage, die seit 40 Jahren besteht, wo unsere Kollegen immer ihr Schießtraining gemacht haben, wurde erweitert durch ein Einsatztrainingszentrum. Sprich, nicht nur Übung mit der Waffe, sondern eben auch ohne Waffe. Wie begegne ich einem Widerstand? Was kann ich tun, ohne dass ich zur Waffe greife, mit Körperkraft, mit all den Möglichkeiten, die mir sonst bieten? Und das können wir jetzt alles hier machen. Ein Beispiel, auch wenn ich ein Stiegenhaus betreten muss und irgendeine Bedrohung dort auf mich wartet, das kann ich hier beüben. Was genau gibt es denn hier jetzt alles? Sie haben gesagt, der Schießstand, der stand vorher hier. Welche Einrichtungen gibt es hier für die Übungen? Jetzt gibt es verschiedene Hallen, vor allem eine große Halle, wo Szenarien geübt werden können. Da können Räumlichkeiten aufgestellt werden und die Kollegen beüben oder lernen, wie sie richtig, taktisch richtig in diese Räumlichkeiten hineingehen, ohne dass sie sich selber gefährden. Es gibt, wie bereits erwähnt, ein Stiegenhaus, wo man das Begehen von weiteren Stockwerken beüben kann. Und es gibt auch eine Trainingshalle, wo, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, Judo geübt werden kann. Also Abwehrgriffe, wo es Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau geht. 2019 gab es die Genehmigung, seit 2016 hat man geplant und jetzt ist seit über einem Jahr, seit Mai 2021, dieser Standort wieder in Betrieb. Die Eröffnung, die offizielle, die musste allerdings jetzt Corona-bedingt wahrscheinlich nach hinten verlegt werden. Das ist richtig. Wir nutzen die Einsatztrainingshalle bzw. das ganze Zentrum seit Mai vergangenen Jahres schon. Wir haben allerdings auf eine günstige Gelegenheit gewartet, dass wir nicht nur in einem kleinen Kreis, so quasi vermummt, die Eröffnungsfeier durchführen können, sondern in einem Zeitraum, wo die Pandemie das auch hergibt, dass mehr Leute teilnehmen können, weil es ja doch ein toller Anlass ist und weil möglichst viele davon profitieren sollen. Es ist aber weitaus mehr als nur ein Einsatztrainingslager. Es gibt auch andere Schulungsmöglichkeiten. Es kann aber auch als Sammelörtlichkeit für gewisse Einsätze dienen. Auch das, ja. Wir haben hier entsprechend Raum, auch im Freien, wo wir zum Beispiel die Einsatzeinheit zusammenziehen können, wenn irgendein größeres Fußballspiel ist und sich kurzfristig eine besondere Lage ereignet. Gilt natürlich nicht nur für Fußballspiele, auch für andere Ereignisse. Wir können die Landesleitzentrale von Bregenz hierher verlegen, wenn es in Bregenz irgendwelche Probleme gibt. Wir haben hier einen Besprechungsraum in einer schönen Größenordnung, den wir auch nutzen können. Also verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten, die uns sehr weiterhelfen. Man hat ja auch einen guten Standort gefunden, was die Schießübungen jetzt angeht. Man kann ungestört üben, ohne einen Nachbarn zu belästigen. Wir sind natürlich sehr dankbar auch, es sind zwar nicht viele Nachbarn, aber diejenigen, die wir haben, die werden natürlich durch diese Anlage in ihrer Ruhe hin und wieder gestört. Wir bemühen uns da sehr, das zumindest am Wochenende nicht zu übertreiben. Jetzt kommt natürlich noch ein vermehrter Fahrzeugverkehr hinzu und wir sind deshalb sehr dankbar, dass wir keinen Widerstand hatten, diese Erweiterung der Anlage umzusetzen.